Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren FAQ am ersten Samstag im neuen Monat. Falls du eine Frage an mich hast, stell sie mir mit dem Hashtag FragMike davor. Und wenn eine Frage nicht dabei ist, versuche es mal mit einer schwierigen Frage. Heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite, nämlich meinen guten Kumpel Alex aus der F1 Chaotenliga. Jo, hi. Im Hintergrund seht ihr ein Formel 1 2018 Gameplay. Alle Hilfen bis auf die mittlere Traktionskontrolle und Ideallinie in Kurven wurden von mir ausgeschaltet. Die Antworten sind unserer Meinung, die ihr nicht teilen müsst. Und bitte in Zukunft keine Was-wäre-wenn-Fragen, weil wir darauf meistens keine Antwort wissen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die kommt von Florian2711. Hashtag fragt Mike, wie findest du das Streckenlayout von Miami? Da fängt der Alex mal an. Ja, jetzt wenn ich das Layout so von der Vogelperspektive, sag ich mal, ansehe, ist es so ein bisschen die Richtung Baku, finde ich. Wobei du halt hier zwei lange Geraden dann drin hast in Miami. Aber an sich ist es ein schöner Stadtkurs, glaube ich. Könnte unter Umständen Action bieten. Das kommt dann wirklich je darauf an, wie die Rennen sich entwickeln. Aber das Layout an sich ist interessant. Ja, also ich finde, es sieht sehr vielversprechend aus. Besonders die zwei langen Geraden. Also ich denke mal, da werden wahrscheinlich wohl zwei DRS-Zonen gemacht. Und bin gespannt, wenn das Ganze möglicherweise 2020 in den Kalender kommt. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Henny. Hashtag fragt Mike. Warum hat Vettel schwarze Handschuhe und Räikkönen rote? Da fange ich mal an. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Bedeutung hat. Das sind möglicherweise die Entscheidungen von Vettel und von Räikkönen gewesen. Mehr weiß ich dazu nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie einen tieferen Sinn hat. Wieso jetzt Vettel ausgerechnet schwarze hat und Räikkönen jetzt rote? Man kann ja das auch beobachten jetzt von Hamilton und Bottas. Die haben ja auch verschiedenfarbige Handschuhe. Ich glaube, das ist einfach nur vielleicht auch so ein bisschen für die Zuschauer, wenn die jetzt im Rennen dann oder im Qualifying Onboard sehen, dass die, sage ich mal, auf den ersten Blick sehen können, ja, das ist jetzt Vettel oder das ist jetzt Räikkönen. Tieferen Sinn wird das nicht haben. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von GamerZirsch. Hashtag fragt Mike, wer ist schneller und warum, Ferrari oder Mercedes? Da fängt Alex mal an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein Team schneller ist als das andere. Kommt einfach wirklich auf die Strecken drauf an. Und die eine Strecke liegt halt, sage ich mal, dem Ferrari einen Ticken besser als dem Mercedes. Ich meine, das sind meistens bis jetzt ja auch nur wirklich im Qualifying größere Unterschiede gewesen, hin und wieder. Im Renntrim, da bewegen sich vor allem Ferrari und Mercedes. Das sind wirklich minimale Sachen, die das wahrscheinlich dann ausmachen unterm Strich. Und Red Bull mischt ja im Rennen auch immer öfter mal mit, sag ich mal. Die haben halt einfach öfter Pech mit dem Ausfall und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Ferrari oder Mercedes schneller ist als das andere Team. Das ist einfach streckenabhängig. Also ich denke, das ist eher so streckenbasierend. Manche Strecken liegen Mercedes eher, manche Strecken liegen Ferrari mehr. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, bis zum Italien Grand Prix hätte ich Ferrari gesagt. Aber seit Singapur habe ich das Gefühl, dass Mercedes ein bisschen schneller ist. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Team Wellinger und er stellt gleich drei Fragen auf einmal. Da fange ich an. Hashtag fragt Mike, fändest du es cool, wenn jedes Team denselben Motor hätte und so alle auf ungefähr gleichem Niveau gegeneinander antreten könnten? Naja, wir sind zwar hier nicht im Porsche Supercup oder in der Formel 2, ne? Wisst ihr Leute, Formel 1 ist eine freie Entwicklung. Jeder darf am Motor machen, was er möchte und es ist halt so. Da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ja, es wäre zwar das ganze Feld ein bisschen enger beisammen, denke ich mal, aber unterm Strich hätten wir trotzdem wahrscheinlich wieder vorne Ferrari, Mercedes und Red Bull, weil die halt einfach mehr Geld zur Verfügung haben, um ihr Chassis und so weiter zu entwickeln. Ich glaube, das wird sich von der Hackordnung her nicht wirklich was ändern. Vielleicht würden ein paar Mittelfeld oder die letzteren Teams so vielleicht ein bisschen profitieren, weil bei denen vielleicht eher noch ein bisschen auch darauf ankommt, wer jetzt mit Ferrari, wer mit Mercedes-Motor oder wer mit Renault-Motor feiert. Bei denen könnte sich vielleicht dann noch mal enger zusammenschieben, wobei die Mittelfeldteams ja sowieso jetzt eigentlich innerhalb von einer halben Sekunde teilweise liegen auf manchen Strecken. Also, aber ich glaube, es würde sich nichts daran verändern, dass Ferrari, Mercedes und Red Bull da vorne ihre eigenen Rennen fahren. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Wie findest du es, dass es drei Top-Teams gibt und die anderen so gut wie keine Chance auf den Rennsieg haben? Natürlich ist es ein bisschen unfair, aber das liegt auch so ein bisschen an der Geldverteilung der FIA. Ne? Dadurch können sie bessere Chassis bauen und auch den Motor ein bisschen upgraden. Aber es ist halt so. Ich wünsche mir auch ehrlich gesagt, dass es halt ein bisschen besser ist, aber müssen wir halt so akzeptieren. Ja, das kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Ich meine, ändern kann man es nicht. Es wird immer so sein, dass es immer ein paar Teams gibt, die einfach deutlich überlegen sind im Gegensatz zu den anderen im Mittelfeld. Das ist einfach, das kann man jetzt ein bisschen vergleichen mit dem Fußball. Das ist ja, sag ich mal, wenn man jetzt die Bundesliga ansieht. Das ist ja auch so, man hat Bayern momentan als aktuelle Top-Mannschaft und dann kommen halt so BVB, sag ich mal jetzt, so die nächsten Verfolger sind. Aber das hast du halt überall, dass du irgendwie Teams oder Mannschaften hast, die einfach besser sind. Deutlich besser als der Rest in der Liga oder sowas. Das sind in der Formel 1 genauso. Und zu deiner dritten Frage, wer wird deiner Meinung nach die Fahrerweltmeisterschaft gewinnen, Sepp oder Lewis? Ja, nach dem Russland Grand Prix hat Lewis Hamilton 50 Punkte Vorsprung.
Es muss jetzt noch ein absolutes Wunder passieren, wenn Vettel ihn noch einholt, aber ich glaube, dass es dann auch wieder Hamilton wird. Ja, jetzt direkt nach dem Singapur Grand Prix hier. Ja, so weh es tut, ich glaube, wenn nichts Größeres passiert, dann wird Lewis das Ding leider wiederholen, weil es da dieses Jahr einfach von Ferrari und auch von Vettel das ein oder andere Mal einfach einen Fehler zu viel gab, der zu viel gekostet hat. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Patrick Collet. Hashtag fragt Mike, wieso haben die Teams vor dem Start ausgespannte Regenschirme? Da fängt der Alex mal an. Also erstmal, ich würde das jetzt nicht als Regenschirm bezeichnen, sondern ich würde es mal als Sonnenschirm betiteln. Und das beantwortet im Endeffekt auch schon die Frage, weil das ist einfach, dass die Fahrer vor dem Rennen, sage ich mal, einfach so gut wie möglich gekühlt werden, sage ich mal. Dass die jetzt nicht, wenn sie jetzt wirklich in Bahrain oder irgendwo sind, wo es wirklich kotzend heiß ist, dass die da nicht, sage ich mal, vorm Rennen jetzt schon richtig schwitzen in ihren Autos und so weiter. Also das ist, glaube ich, einfach nur, um dem Fahrer was Gutes zu tun. Also das ist, wie Alex schon sagte, das ist in Wirklichkeit kein Regenschirm, das ist ein Sonnenschirm, ne? Also damit du schon mal Bescheid weißt. Es ist dazu da, den Fahrern Schatten zu spenden und wenn man halt die Strecken wie Bahrain, Singapur und Abu Dhabi halt jetzt mal nimmt, da ist es am Start schon extrem heiß und da brauchst du die Dinger. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von Nikki Gaming. Hashtag fragt Mike, welchen Fahrer möchtest du zurückhaben? In Klammern Wehrlein, Kubica, Weber, Rosberg oder Massa? Da fange ich mal an. Wehrlein und Kubica wünsche ich mir zurück, obwohl der Pole eigentlich schon bei Williams so gut wie gesetzt ist. Das wissen wir ja mittlerweile. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber ich denke mal, dass die auch in den nächsten Wochen kommen wird. Also Wehrlein, finde ich, auf jeden Fall hätte einen Platz in der Formel 1 verdient. Da braucht man, glaube ich, auch nicht diskutieren. Der hat in dem Sauber die letzten 2 Jahre da wirklich eine gute Arbeit abgeliefert. War ordentlich, was er da gemacht hat. Der hätte es auf jeden Fall verdient, dass er wieder hier ist. Ich meine, Kubica, gut, das war vor meiner Zeit. Da kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich bin jetzt darum auch nicht unbedingt Fanboy von ihm, weil ich halt nichts von ihm weiß. Weber, nee, der ist weg. Rosberg wäre halt, ja gut, ist ein cooler Fahrer gewesen, war wirklich 2016 mit meinem Lieblingsfahrer, weil ich ihn einfach richtig gern mochte und so weiter. Aber ja, und Massa, nee, der ist schon zu oft zurückgekommen. Braucht man jetzt wirklich nicht mehr, der soll jetzt seinen Ruhestand genießen. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von BaufuchsLP. Hashtag fragt Mike, was hältst du vom Entwicklungsverbot in der Sommerpause? Da fängt der Alex mal an. Jeder hat mal Urlaub verdient, auch die Entwickler von den Teams. Das gehört sich einfach, dass wirklich jeder mal einen Zeitraum hat, wo er wirklich schön Urlaub machen kann mit der Familie oder sonst was. Ich finde es gut, weil auch die Ingenieure mal eine Pause brauchen. Sie arbeiten da schließlich schon sehr viel und das haben sie sich auf jeden Fall auch verdient. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, die kommt von Lukas René Krebs. Hashtag fragt Mike, was ist deine Lieblingssaison? Ich glaube, du wolltest eher schreiben, was war deine Lieblingssaison? Da fange ich mal an. Ich hätte 3, 2007, 2010 und 2012. Ich würde sagen 2010, weil da Vettel halt so knapp Weltmeister geworden ist. Oder halt 2007, weil da Kimi mit einem Punkt Weltmeister geworden ist. Das war auch cool. Also die beiden eigentlich. Wenn ich mich für eine festlegen müsste, dann aber trotzdem 2010. So, liebe Leute, das war's mit dem FAQ für den Monat Oktober. Danke an Alex, der sich die Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam eure Fragen zu beantworten. Vergesst nicht, mir mit dem Hashtag FragMike Fragen für den November zu stellen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Jo, ciao.